you'll find out who your real friends are the hard way. You will find that even wild animals can be charmed by your charisma. Looks like you've found a new pal. Oh, don't get carried away there, big fella. Willkommen bei Vault-Tec, dem besten Arbeitgeber der Welt. Hier bei Vault siehst du nun das Einführungsvideo zum Thema Ghule. Wir werden erfahren, was für Ghule gibt es und vor allem, wie wird ein Mensch überhaupt zum Ghul. Das Ganze werden wir uns am Beispiel von Howard Cooper ansehen, den wir aus der Amazon Prime Serie Fallout kennen, und wir werden uns hier anschauen, wie er zum Ghul geworden ist. Und ich meine nicht, wie man ihm die Maske aufgesetzt hat. Ein Ghul zu werden ist nämlich gar nicht so einfach. Dafür braucht es bestimmte Voraussetzungen, um einen Mensch wirklich in einen lebenden Ghul zu verwandeln. Auch während der Verwandlung kommt es ganz auf den Zustand des Menschen an, ob er diese Verwandlung überlebt und stark genug ist, sich in einen Ghul zu verwandeln. Dabei ist wichtig zu wissen, dass Ghule zwar länger als 200 Jahre leben können, das aber auch nur unter gewissen Umständen möglich ist. Die meisten Menschen, die sich in ein Ghul verwandelt haben, schaffen es nicht, sich im Ödland zu beweisen und sterben relativ schnell. Das liegt auch daran, dass die Strahlung sich im Körper immer weiter ausbreitet und so den menschlichen Teil zerfrisst. A nuclear blast and the subsequent fallout will have many adverse effects on life as we know it. Intensive, prolonged radiation exposure may transform those above ground into decrepit, rotting beings that have lost their ability to reason. They will likely be without common manners and quick to anger. You must learn to make the most of available firearms, but enthusiasm will only take you so far. Now let's try that again. And remember that with your impressive agility, you can act more decisively in VATS. See? It's a snap. Wie man eben in den kleinen Spots schön erkennen konnte, ist meist Strahlung dafür verantwortlich, dass sich ein Mensch in ein Ghul verwandelt. Doch nicht jeder Mensch verwandelt sich automatisch in ein Ghul, nur weil er Strahlung ausgesetzt ist. Ist ein Mensch nämlich Strahlung ausgesetzt, führt das typischerweise zur Strahlungsvergiftung, wobei anschließend der Tod folgt. Für die Ghulifizierung gibt es zwei Hauptwege, wie ein Mensch zum Ghul werden kann. Dazu muss der menschliche Körper einen gewissen Teil, aber auch nur ganz wenig Strahlung abbekommen, um sich in einen Ghul zu verwandeln. Tatsächlich sind im Fallout-Universum nur zwei Menschen bekannt, an denen Experimente durchgeführt wurden, die erfolgreich zu einer Ghulifizierung führten. Man kann natürlich also durch Experimente zum Ghul werden, aber auch durch einen gewissen geringen Strahlenanteil die Ghulifizierung am Menschen fördern. So muss man eine Atomexplosion nahe dem Boden-Nullpunkt erleiden und auch noch die strahlenbedingte Verbrennung überleben. Die letztgenannte Transformation verläuft typischerweise schneller und wesentlich traumatischer noch als die Experimente, die an den Menschen durchgeführt wurden. Machen wir uns nichts vor, eine Atomexplosion außerhalb von einem Atombunker, also einem Vault, zu überleben, ist relativ schwierig. Die Transformation in einen Ghul kann je nach Expositionsgrad zwischen Stunden, Wochen und sogar Jahren dauern. Auch das Alter spielt keine Rolle. Menschen mit der Fähigkeit, sich in einen Ghul zu verwandeln, können sich bereits im neugeborenen Alter bis ins hohe Alter vererben. Nach der Verwandlung erleiden Ghule im Allgemeinen einen Verlust von Haut und Bindegewebe, ähnlich wie bei Lepra, was zu freigelegten Muskeln, Blutgefäßen und in extremen Fällen sogar Knochen und innere Organe führt. In der Regel verlieren Ghule neben der Haut auch Haare, obwohl dies aufgrund der unvorhersehbaren Natur der Veränderung variieren kann, denn es gibt unterschiedliche Ghule. Ein Ghul ist also nicht gleich ein Ghul und kann sich auch nicht menschlich verhalten, je nachdem wie die Ghulifizierung vorangeschritten ist.
Es wird aber auch gesagt, dass der Mensch, der hinter dem Ghoul steckt, maßgeblich dafür verantwortlich ist, in welchen Ghoul-Form er sich verwandelt. Es kommt also auch auf die menschliche Stärke an, die in einem ruht. Im Fall von Cooper Howard dürfte das sein Drang danach sein, seine Tochter wiederzufinden. Unter den unterschiedlichen Ghoulen hat sich Cooper Howard in einen nekrotischen Postmenschen-Ghoul verwandelt. Diese Männer und Frauen, die allgemein als Ghoul bezeichnet werden, unterscheiden sich hinsichtlich Intellekt und Persönlichkeit nicht von den normalen Menschen. Wie wir schon in der Serie gesehen haben, besitzen diese Ghule die Fähigkeit zu sprechen, tragen normalerweise Kleidung und benutzen eben auch Waffen. Durch ihre lange Lebenserfahrung, wie im Fall auch vom Howard Cooper, sind Ghule natürlich extrem gut geschult und intelligent. Gerade im Thema Überleben haben Ghule den Menschen natürlich einige Jahre voraus und können sich so wesentlich besser zurechtfinden. Neben dem nekrotischen Ghoul gibt es auch noch den leuchtenden Ghoul, der als relativ aggressiv bezeichnet wird. Diese Ghule sind tatsächlich auch im Dunkeln sichtbar. Umgangssprachlich werden sie von den meisten als Leuchtende bezeichnet und von den anderen Ghulen oft als Außenseiter betrachtet. Wie schon gesagt, sind die leuchtenden Exemplare meist sehr wild und wenn du einen sehen solltest, dann nimm die Beine in die Hand. Natürlich gibt es noch den allgemeinen wilden Ghoul, der mit den Menschen wenig auf sich hat. Die Ghoulifizierung ist hier in einem Stadium, in dem er sich nicht mehr kontrollieren kann, dementsprechend trägt er auch keine Kleidung und kann auch nicht sprechen. Übrigens können sich natürlich auch Tiere in Ghule verwandeln und hier läuft die Ghoulifizierung ähnlich ab, wie wir es auch bei den Menschen kennen. Über Ghule könnte man tatsächlich noch wesentlich mehr berichten. Zum Beispiel, dass sie eine Minderheit sind und deswegen auch meistens diskriminiert und ausgebeutet werden. Ja, es gibt nicht nur starke Ghule, so wie Howard Cooper. Kommen wir aber nun zur wichtigsten Frage. Wie ist Howard Cooper eigentlich zum Ghoul geworden? Wie wir jetzt schon festgestellt haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten zum Ghoul zu werden. Entweder ist er durch ein Experiment zum Ghoul geworden oder er hat eben einen gewissen minimalen Teil an Strahlung abbekommen und hat sich so zum Ghoul transformiert. Da es meiner Meinung nach relativ unwahrscheinlich ist, dass Howard Cooper Teil eines Experimentes war, um die Ghoulifizierung einzuleiten, nehme ich stark an, dass er irgendwo relativ einsam den Atomkrieg mit angeschaut hat und so einen kleinen Teil der Strahlung abbekommen hat. Ich nehme stark an, dass Howard Cooper gar keinen Platz im Atombunker wollte und diesen auch nicht bekommen hat. Wie wir aus der Serie wissen, ist er immer noch auf der Suche nach seiner Tochter, deswegen ist es stark zu glauben, dass er gar nicht wusste, in welchem Bunker seine Tochter und seine Frau platziert war. Da die Tochter höchstwahrscheinlich bei der Frau mit im Bunker ist, ist Howard immer noch auf der Suche nach dem richtigen Bunker, um gegebenenfalls seine Frau und seine Tochter wiederzufinden. Ob sie dann vielleicht auch Ghule sind oder lebende Gehirne, man weiß es nicht genau, denn es ist ja immerhin über 200 Jahre später und Howard lebt ja auch nur, weil er noch ein Ghul ist. Laut Fans und einigen Forenbeiträgen ist also stark anzunehmen, dass Howard Cooper ein Ghul geworden ist, weil er von atomarer Strahlung befallen wurde während des Krieges. Da Howard ja nicht weiß, wo seine Frau und seine Tochter sind, wird auch angenommen, dass er relativ einsam den Krieg erlebt hat und somit die Ghoulifizierung gestartet hat. Das Ganze natürlich eher unbewusst, denn er ist eher davon ausgegangen, dass er direkt in diesem Krieg stirbt. Wie die Ghoulifizierung genau abgelaufen ist, werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Staffel der Serie auf Amazon Prime erfahren. Wenn ihr jetzt noch mehr Lust auf Fallout-Geschichten habt, dann würde ich euch unbedingt empfehlen, das nachfolgende Video anzuschauen. Da gibt es nämlich dann alle Geheimnisse und Experimente aus den jeweiligen Vaults. Dazu haben wir uns alle Vaults angeschaut und wirklich jedes Geheimnis gelüftet. Schaut da also gerne mal rein. Ziemlich interessant und coole Experimente, die da durchgeführt wurden. Natürlich manchmal auch etwas crazy.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde, wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst krachen.